Das binäre Prinzip in der Komposition. Die im Folgenden besprochenen Notenbeispiele beziehen sich auf diese binären seelischen Urbilder dieser acht Häuser des I Chings, der Tibeter und der europäischen Neumen. In der Musik sehen wir das binäre Prinzip als Yin, tiefe Töne, und als Yang, hohe Töne, gestaltet innerhalb einer Tongruppe, historisch Neume, relativ zueinander komponiert. Dem binären Prinzip des Schöpferischen und des Empfangenden, siehe Tabelle Psalm 104, können wir in der Musik als therapeutischen Komposition also konkret Gestalt geben. Hier sehen wir die 8 Urneumen mit den lateinischen Bezeichnungen. Die binären 8 Ur zeichnen in ihrer melodischen Bewegungstendenz ab und auf. In den binären Trigrammen wird das binäre Prinzip auf den drei Positionen, Linien in der Musik, Dreitonneumen, angewendet und ermöglicht so die Bildung von 8 verschiedenen Urbildern in der Musik, Urneumen. Diese Melodie kann als Schlüssel zum Verständnis der Wandlungsmelodien der 8 Häuser des I Chings verstanden werden. Es sind alle 8 Urneumen enthalten, mit ihren binären Bezügen zu der Welt der Urzeichen, im I Ching Trigramme genannt. Man sieht auch die Bewegungstendenz in der Abbildung der Urneumen und binären Urzeichen hier als hinauf und hinunter. Die 8 Urbilder als musikalische Neumen komponiert. Als Beispiel, wie die Urzeichen als Neumen in der Musik Verwendung finden, sei hier der achttaktige Kern des Cantico-Hymnus erwähnt. So entstehen 8 Urbilder und 8 melodische Urneumen, Melodien aus 3 Tönen. Die Urzeichen werden in der Komposition in der Reihenfolge der anfangs erwähnten Cantico-Folge komponiert. Die Cantico-Folge ist in der Komposition jene Übereinstimmung der Schöpfungspsalmbilder, die im Cantico delle Creature des heiligen Franziskus enthalten sind, und der 8 Urzeichenabfolge in der tibetischen Überlieferung, wir haben das in der Abbildung gesehen, ebenfalls vorkommen. In beiden Fällen, beim heiligen Franziskus und den tibetischen Darstellungen, sind die abfolgenden Urbilder, Schöpfungsbilder, erstaunlicherweise in der gleichen Reihenfolge. Hier die Tabelle mit Psalm 104. Die Wandlungsmelodien der 8 Häuser des I Chings als therapeutische Komposition. Ebenso werden die Urzeichen als Neumen in den 8 Häuser-Melodien verwendet. Die Entwicklungsschritte der einzelnen 8 Hexagramme innerhalb eines Hauses entsprechen den melodischen Abläufen von je 8 Takten. Ein Hexagramm steht für einen Takt in der Komposition. Diese 8 Wandlungsmelodien des I Chings werden in den 8 Bipersoli kompositorisch eingebunden und verarbeitet. So stellen die binären Urzeichen der 8 Häuser des I Chings ein möglicher Ausdruck in der therapeutischen Komposition dar. Wir hören nun abschließend diese 8 Wandlungsmelodien zu den 8 Häusern des I Chings in den 8 Piper Soli in der Fassung für Piper und Viola.